Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir nachgeguckt, ob hier das Tierfutter transportierbar ist über das Wasser, aber dem ist leider nicht so. Und somit ist das Ding gecancelt, können wir eigentlich sagen. Andere Möglichkeit wäre die, ja, kann man es anders transportieren. Wir könnten sicherlich irgendwelche Brücken bauen. Wird sich aber wahrscheinlich nicht so richtig rentieren, oder? Kämen wir hier rüber, noch da. Über diesen Weg. Das ist schon relativ weit, ne? Hier wird es auch ziemlich weit drüber sein. Da wäre die Stelle schon enger. Und hier unten hatten wir irgendwo noch eine ganz kleine Stelle, wo es gehen würde, ne? Hier da, das ist die kürzeste Stelle, wo man von dem einen zum anderen rüber kann. Ne? Das wäre hier. Hier müsste man eine Brücke bauen. So, darüber. Würde gehen, ne? Und dann fahren. Jetzt haben wir gerade die Karte. Hier rüber. Die andere Möglichkeit ist halt da oben, ne? Aber ich glaube, hier ist bis zum Kartenrand Wasser, oder? Ja. Es wäre dann hier auch eine Brücke zu machen in dem Sinne. Aber das, ja, Unterland zu dem oberen Land ist hier klar rüber. Aber rechnet sich das? Das ist die Geschichte, ne? Wo ist Tierfutter? Eisenbahndepot wäre jetzt gefragt, ne? Jetzt haben wir nochmal die Karte. Hier hin. Das war ein bisschen weit reingezoomt. Hatten wir hier nicht Eisenbahn? Hatten wir mal, ne? Haben wir abgerissen? Dann haben wir da keine, oder? Ja, kann sein. Müssen wir nach da oben hin? Eisenbahndepot war hier irgendwo, ne? Genau. Da ist es. Und da wäre dann Tierfutter gefragt. Da ist es. Und das könnte man tatsächlich transportieren. Siloware lose. Zement steht da aber. Ja, Tierfutter auch möglich, oder was? Das ist mir jetzt aber irgendwie zu riskant, ne? Ja. Oh. Da stehen schon wieder welche im Stau. Da müssen wir mal gerade gucken, oder? Der wartet auf Freistrecke. Wo will der denn hin? Fahrplan? Wird da ein Stopp? Nein. Hardexen Stahlwerk. Maschine Stahl Schrott ist die Linie. Das war, ne? Maschine Stahl Schrott. Linie ändern. Radexen Stahlwerk. Wo will der denn hin dann? Radexen Stahlwerk. Ist das hier rechts? Ja, oh, warum will der da unten hin? Ach so, der ist auf dem Weg nach Altenau zur Kohlemine, ne? Und wie man sieht, steht da drinnen auch noch einer. Das ist gar nicht der erste. Aber warum fährt der nicht weiter? Aha. Fahrplan, wartet auf freie Strecke. Und der will hier rein.
da steht ein Zug und deswegen geht das nicht. Ja. Das bedeutet, wir lassen den mal einfach fahren. Und hoffen, dass es beim nächsten Mal dann besser klappt mit dem Bahnhof. Irgendwo muss ja ein Zugausweissignal sein, oder? Ja, lassen wir erstmal fahren. Sieht nicht so aus. Ja. Hier ist jetzt ein Sackbahnhof, ne? Aber da ist der ja nicht. Den könnte man ja auch verlängern und dann doch tatsächlich hier rüberfahren lassen, ne? So, jetzt fährt er dann auch. Dann passt das wieder. Und wo fährt er hin? Ah, fährt genauso zur Kohlemine. Hier unten haben wir auch noch jemanden stehen, der will da auch noch irgendwo hin. Der fährt jetzt aber dann auch. So, jetzt fährt er, der ist durch und der steht und wartet auf freie Strecke. Interessant. Der ist gleich am Signal vorbei, dann sehen wir, ob der weiterfährt. Kohlemine, er müsste weiterfahren. Tut er auch. Passt schon. Jetzt ist die Frage, was sind das für Signale hier? Sieht alles nach ganz normalen Signalen aus, ne? Aber wir bräuchten hier ein Ausweissignal. Und Streckensignal mit Zusatz, Streckensignal Lok. Ausweissignal wäre hier. Und wenn man das da hinstellen würde, stellt sich die Frage, ob das so geht, ne? Hier kann kein Signal. Aha, haben wir schon. Ja, umschalten. Das hat mit der Zufahrt dann zu tun. So, er steht da und wartet wahrscheinlich auf freie Einfahrt da dann. Der nächste, der ist blockiert, ne? Gut, das bedeutet, wir sollten das hier auf jeden Fall umbauen. Aber wie, das ist die Frage, ne? Nebenher wäre vielleicht die beste Lösung. Ausgewählt ist es. Da lang. Dort lang. Und da lang. Würde ich machen. Und dieses Stück würde ich schon mal wegnehmen. Zusätze hier weg. Der Bahnhof. Ich glaube schon. Das ist, jetzt mal den da weggemacht, ist aber egal. Den gerade durchziehen. Passt schon mal. Das weg. Und das auch weg. So, jetzt könnten die da gerade durchfahren. Und der Bahnhof liegt nur auf dieser Seite.
Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir das hier irgendwo hinkriegen. Das so weg. Das wäre noch da und noch da, den auch weg. Das ist überfüllt, okay, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Das auch weg, das auch weg. Das auch weg. Hin, Rückweg ist gegeben. Er wartet noch auf freie Strecke. Dieses hier wird jetzt der Bahnhof. Da ist das Einfahrtssignal, würde ich sagen. Und hier muss man rüberfahren können. Passt dann. Bahnsteig her. Ja, machen wir so. Da auch nochmal. Passt. Den müssen wir wieder. Ne, den müssen wir nicht hinbauen. Der kann weg da. So, jetzt müssen wir allerdings den Zug erstmal wegschicken. Und zwar. Also müssen wir doppelt klicken, sonst kriegen wir das nicht auf. Zur nächsten Station einfach mal geschickt. Fahr du mal woanders hin. Falscher Klick. Richtiger Klick. So. Wieder daneben gehauen. Wunderbar, ne? So, und dann müssten wir einfach das hier mal entfernen. Weil das ist nicht mehr der Bahnhof. So, jetzt befindet sich der Bahnhof 4. Das würde bedeuten, wir können dort definitiv ein Auswahlsignal machen. Das war das, ne? Ja. Ne. So. Da kann man nur reinfahren. Und da muss noch eine Kreuzung hin, damit man auch rausfahren kann, ne? So. Jetzt gibt es natürlich ein paar Züge, die hier anhalten wollen. Die müssen wir gleich noch angucken. Die Einfahrt ist auf jeden Fall mit Auswahlsignal hier hin. Tja. Wäre zu überlegen, den Zug hier wieder rausfahren zu lassen. Ne? Ich glaube, das machen wir auch. So, die müssen da reinfahren, können aber auch wieder rausfahren über dieses Gleis hier. Dieses hier kann alles entfernt werden. Na, das war jetzt nicht so doll, ne? So, auf ein neues. Aber erstmal so. Bahnsteig hin. Passt. Ich weiß nicht, ob die Länge reicht. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass die Länge reicht, ne? Machen wir mal so, da haben wir jetzt den Bahnsteig doch wieder weggemacht. So, passt. Da ist noch ein Signal, das muss weg. So, gut. Jetzt muss aber noch ein Signal daneben hin. So. Und so. Jetzt fahren die Züge da rein. Und gestaltet sich natürlich ein bisschen schwer, ne? Passt der Zug da rein?
Ja. Hat auch entladen, passt. Jetzt haben wir das umgebaut. Sieht ein bisschen anders aus. Hier müssen wir nur gucken, welche Strecken dort noch einen Halt haben, ne? Da wohl nicht. Der hat's passend. Der passt, da ist es überhaupt nicht in der Richtung. Der hat einen passenden Halt. Ich mache das jetzt mal den einfachen Weg. Ich klicke einfach alle durch. Ist nicht. Ist nicht. Kohlemine. Jetzt ein Stopp da, ne? Ist das so gewollt? Hm. Der hat einen Stopp da? Nee. Das war daneben, ne? Kein Stopp hier. Schrott. Hat einen Halt da. Da müssen wir was ändern. Der freie Wegpunkt hier, der ist da verkehrt, wenn. Da müssen wir was einfügen, und zwar hier. Und dann müssen wir den freien Wegpunkt löschen. Passt. Glaube ich. Stahl ist da richtig. Gut, gibt's da nicht, ne? Doch, gibt's auch auf falsche Stelle. Einfügen und da. Löschen, da. Und Öl. Ist hier nicht. So, dann müssen wir gucken, ob das dann alles läuft. Und ob das so richtig ist. Zurzeit fahren sie ja noch, ne? Der fährt jetzt rein. Ausfallsignal. Ja, die Ausfahrt ist hier etwas schwierig, ne? Vielleicht bauen wir es noch besser um. Dieser Zug fährt da einfach geradeaus. Und dann da lang. Dort lang. Alles wird gut sein. Das kann weg. Das kommt da auch weg. Dieses kommt dann dahin. Und dann hat es die Verbindung nach da. Genau. Und hier kommen wir dahin. Und dahin. So, da ist noch ein Signal, das muss weg. Glaube ich. Shit, wo ist das Signal? Da war es. Wieder bauen. Und der kommt da rein. Gut. Und das kommt weg. Weg. So. Das weg.
und das hin. Da findet keinen Weg mehr, da fehlt auch was. Ja, das war schon richtig. So, jetzt muss man einen Weg finden. Und wir müssen schauen, wie wir das Gewirr hier aufkriegen, ne? So passt es eigentlich, oder? Das ist weg. Das muss so. Und das muss weg. So, der kommt, fährt da lang und kann auch da lang fahren. Das würde bedeuten, dann machen wir mal gerade eine Schiene gerade hin. Dann geht das, ne? So, die kommen, können da lang fahren. Ja, ich glaube, es ist soweit richtig. Aber hier wollen wir noch ein Signal hinsetzen, welches die Ausfahrt ergibt. So. Da darf man nur rein, da darf man nur raus. Passt. Das kann weg. So, das sollte geklappt haben, ne? Ja, sieht gut aus, eigentlich. Okay, das läuft da erstmal. Wieder ein Problem gelöst. Müssen nur gucken, wo und wie wir in der nächsten Folge dann weitermachen. Aber für diese soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.